Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Aylan, danke für das Vertrauen, dass ich ein bisschen Ordnung reinbringen kann sozusagen in den Raum. Und Glückwunsch auch von hier oben nochmal an alle gewählten Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist schon viel beschworen worden. Wir kommen heute 4 Jahre nach unserem letzten Präsenzparteitag, der genau hier stattgefunden hat, zusammen. Viele erinnern sich noch sehr genau daran, wie sich das damals angefühlt hat. Einerseits eine unendlich lange Strecke der Führungsfindung bei uns in der Partei hinter uns, dann endlich Klarheit auf dem Parteitag, aber eben auch die drückende Last von 13-14% in den Umfragen. Das war damals die Ausgangslage. Und viel ist hier in den letzten Stunden bereits beschworen worden, dass wir schon einmal gezeigt haben, wie wir uns selber aus diesem Loch rausgearbeitet haben, dass wir gezeigt haben, dass über echte Geschlossenheit, die wir uns erarbeitet haben, über programmatische Klarheit und über das Zutrauen in Führung, wir es geschafft haben, politisches Vertrauen nicht nur zurückzugewinnen, sondern tatsächlich auch Wahlen zu gewinnen. Ich glaube aber, es gehört zur Ehrlichkeit dieses Parteitages mit dazu, einfach nur die Wiederholung einer bereits gelaufenen Geschichte zu beschwören, das alleine wird nicht reichen. Wir müssen, wenn wir uns hier zur Wahl stellen, schon auch sagen, was wir genau gelernt haben, auch aus den Zustimmungsverlusten, die wir in den letzten 1,5 Jahren erlitten haben, um daraus Schlüsse ziehen zu können für die kommenden 2 Jahre. Und ich möchte auf 1, 2 Aspekte hinweisen, die uns dabei leiten können. Seit dieser Woche, seit nunmehr 2 Tagen, ist im Moment ist keine Sitzungswoche, aber die Sitzordnung im Deutschen Bundestag eine andere. Wenn wir nächste Woche mit den Kolleginnen und Kollegen zurück ins Plenum des Deutschen Bundestages kommen, dann ist ein sehr kleines Tortenstück links von uns nicht mehr da. Die Linksfraktion hat sich in dieser Woche aufgelöst. Für jemanden wie mich, der 2005 in die Partei eingetreten ist und nur Zeiten erlebt hat, in denen es eine politische Kraft, die sich selbst links von uns definiert hat, gegeben hat, ist das irgendwie eine neue Situation. Aber liebe Genossinnen und Genossen, unsere Körperhaltung muss sein, wir wollen diesen Raum einnehmen. Und damit meine ich nicht, unsere jetzigen Plätze zu tauschen mit den viel zu wenigen der Restbestände der alten Partei Die Linke, die da im Moment noch sind, sondern das ist unser politisches Terrain. Das ist das, was eine linke Volkspartei abdecken muss. Es ist keine Anomalie, dass es da jetzt in den nächsten Monaten keine Fraktion von uns geben wird, die sich dann bei der nächsten Wahl wieder relativiert, sondern unser Anspruch muss sein, dass es so bleibt. Aber da ist auch eine Lücke in die andere Richtung des politischen Spektrums entstanden. Wenn die realen politischen, ideologischen Entwicklungen, die in den Parteien stattfinden, wenn die sich in der Sitzordnung abbilden würden, dann sage ich euch, liebe Genossinnen und Genossen, dann wäre in die andere Richtung des politischen Spektrums mindestens mal so auf halber Strecke nach rechts außen ein größerer Graben entstanden. Ein Graben, den die CDU/CSU unter ihrem Vorsitzenden Friedrich Merz gelassen hat, mit einer völligen Verabschiedung von dem, was christliche konservative Volkspartei mal eine Zeit lang in Deutschland gemeint hatte. Genauso wie die Fraktion Die Linke weg ist und die Partei in sich zusammenfällt, so ist auch der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerflügel der Union längst Geschichte. Ganz hinten am Horizont winkt noch Karl-Josef Laumann und erinnert seine Parteifreundinnen und Freunde daran, nicht alles sofort mit dem Arsch einzureißen, was über Generationen aufgebaut wurde. Nur Gehör findet er dabei eben nicht. Die Auswüchse davon, die konnte ich gestern Abend ganz live und in Farbe erleben. Ich bin bei Maybrit Illner gestern in der Talkshow zu Gast gewesen und mir gegenüber saßen linker Hand, das meint jetzt wirklich nur die Sitzrichtung, Sarah Wagenknecht und neben ihr Carsten Linnemann. Na, da schlackern einem die Ohren, wenn man den beiden eine halbe Stunde mal zuhört. Einigkeit besteht darin, dass die Apokalypse nahe ist. Einig ist man sich nur noch nicht darüber, ob deutsche Arbeitslose, die angeblich zu faul sind, daran schuld sind, das ist die Lesart Linnemann, oder ob es ukrainische Bürgergeldempfänger sind, die nur in Deutschland sich anmelden und dann in die Westukraine zurückfahren. Na, das sind ja schöne Vertreter ihrer politischen Zünfte, mit denen wir es da zu tun haben, auf der einen wie auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Da ist viel Raum für uns. Raum, den es zu besetzen gilt für eine linke Volkspartei, die zu Grundprinzipien steht, die absolut mehrheitsfähig sind in unserer Gesellschaft. Die Verteidigung und Wahrung des sozialen Rechtsstaats, den gesellschaftlichen Ausgleich, die Akzeptanz für unterschiedliche politisch-demokratische Positionen. Das ist so wichtig in diesen Zeiten
wo es offenkundig nur noch der SPD gelingt, in einer Situation, wo wir 30 Milliarden Löcher in unseren Haushalten haben, nicht zuerst zu denjenigen zu gucken, für die 10 Euro weniger Regelsatz die Welt bedeuten, sondern zu denjenigen zu schauen, die sich mit 10 Milliarden Vermögen die Welt kaufen können, liebe Genossinnen und Genossen. Was für eine schäbige gesellschaftliche Diskussion, die da entstanden ist. Auch das gestern live zu begutachten. Sendungstitel zum Thema Haushaltsloch. Nach wenigen Minuten in den Details der Sozialgesetzgebung in Deutschland angekommen. Nicht nur am Thema vorbei, weil all diese Einsparungen und Streichungen ja nichts einbringen, was auch nur ansatzweise die Größenordnung bringt, über die wir gerade reden, sondern es ist auch respektlos gegenüber den Betroffenen. Aber das passt ja ins Bild. Das passt ins Bild einer Partei, die in Person auch von Herrn Merz beim Blick auf den Arbeitskräftemangel in Deutschland, 2 Millionen unbesetzte Jobs, nicht etwa hinterfragt, ob ihr ideologischer Blick auf Gleichstellungspolitik, die sie nicht wollen, falsch sein könnte, dass es ein Problem sein könnte, dass nur 30% der Frauen im erwerbsfähigen Alter Vollzeit arbeiten, obwohl mehr als doppelt so viele es gerne täten, wenn wir nicht steuerliche Fehlanreize hätten oder beschissene Betreuungsinfrastrukturen mit zu hohen Kita-Gebühren. Nein, davon wollen sie sich nicht verabschieden, von dieser ideologischen Sichtweise. Sie wollen auch nicht darüber sprechen, dass Arbeitskräfteeinwanderung notwendig ist in Deutschland, weil dann müsste man ja einem Teil des eigenen Publikums, der sehr vom Ressentiment im Moment getrieben ist, erklären, dass wir so den Ast absägen würden, auf dem wir selbst sitzen, wenn wir nicht auch über Arbeitskräfteeinwanderung sprechen. Auch darüber wollen Sie nicht reden. Und dann ist es denklogisch, dass der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion beim Blick auf eine 2 Millionen beschäftigte große Lücke auf unserem Arbeitsmarkt an wen als erstes denkt? Er denkt an Menschen, die nach 45 und mehr Beitragsjahren abschlagfrei wegen unserer Politik in Rente gehen können. Wie asozial ist das denn, liebe Genossinnen und Genossen? Die, die am meisten geackert haben, sollen noch länger ran. Das soll soziale Gerechtigkeit, das soll gesellschaftlicher Ausgleich sein. Das ist ja Hohn und Spott. Und es fügt sich, ein bisschen vornehmer vorgetragen, leider ein, auch in Vertreterinnen und Vertreter anderer politischen Zünfte, die in der Situation von enormen Energiepreisen nicht wie wir auf die Idee kommen und es dann auch durchsetzen, Energiepreisbremsen zu veranlassen in Deutschland, harte Markteingriffe zu machen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher nicht überfordert werden, sondern die sich dann mit schön geistigen Bemerkungen zur öffentlichen Debatte einlassen, dass sie ihren alten Waschlappen zu Hause aus den Schubladen gekramt haben, um Energie zu sparen. Das sind letztlich auch nur dieselben Perspektiven auf die Dinge, nämlich von Leuten, die aus ihren Freundes- und Bekanntenkreisen es einfach nicht mehr gewohnt sind, dass nicht jeder tausende Euro netto jeden Monat auf dem Konto hat und sich mal eben freikaufen kann von den Widrigkeiten des Alltags, liebe Genossinnen und Genossen. Das alles ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und dazwischen ist ein großes, weites politisches Feld, das wir besetzen müssen. Aber unsere Zustimmung ist trotzdem nicht sehr hoch im Moment. Und darüber müssen wir sprechen. An dieser Erkenntnis kommen wir nicht vorbei. Warum ist sie nicht so hoch? Es gibt sicherlich viele Gründe. Ich glaube, es gibt eine große Sehnsucht nach Eindeutigkeit und wir müssen aufpassen, dass die Sehnsucht nach Eindeutigkeit nicht zu einer Sehnsucht nach engstirnigen Antworten wird. Ich habe dazu viel den Soziologen Steffen Mau im Ohr, den wir vielfach auch im Parteivorstand in den letzten Wochen und Monaten gehört haben. Er hat Studienergebnisse und auch ein Buch kürzlich vorgelegt unter dem Titel Triggerpunkte. Und er hat sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen zusammen mit der großen und wichtigen Frage beschäftigt, stimmt es eigentlich, wenn wir immer wieder so vor uns hinsprechen, wir hätten es mit einer gespaltenen Gesellschaft zu tun? Ist das bei näherer Betrachtung wirklich die Situation, in der wir uns befinden? Mau und Co. kommen zu dem Ergebnis, und zwar forschungsbasiert, dass unsere Gesellschaft nicht gespalten ist. Und ich glaube, man kann das auch an unseren Alltagserfahrungen belegen. Wenn wir nach der grundsätzlichen Stoßrichtung dessen, was uns leiten sollte, fragen, wollen wir eine Gesellschaft, die was zum Klimaschutz beiträgt oder nicht? Wollen wir eine Gesellschaft, die soziale Gerechtigkeit als Ziel verfolgt oder nicht? Wollen wir eine offene, eine vielfältige, eine sich akzeptierende Gesellschaft? Dann werden wir 80% und mehr Zustimmung, auch weit über die demokratischen Kräfte des Landes hinweg haben.
Warum geht es aber trotzdem so aufgewühlt und gegeneinander zu im Alltag? Es sind eben diese Triggerpunkte, von denen Mau spricht. Es sind diese Begrifflichkeiten, einzelne politische Konzepte, auch Verhetzungen vorgetragen von einigen politischen Akteuren, die nichts Gutes, schon gar nicht die Lösung irgendeines Problems im Schilde führen. Das sind die Momente, in denen Gruppen gegeneinander aufgewiegelt wird, in denen Bratwurstdiskussionen, Genderdiskussionen und anderes, was Lars vorhin zu Recht erwähnt hat, dazu führen, dass Dinge, bei denen wir eigentlich in dieselbe Richtung laufen, in einem großen Knall implodieren und das Feld bereitet ist für die Populisten und Hetzer in unserer Gesellschaft, die sich dort breit machen, um das Problem von allen Seiten zu beleuchten und zu beschreiben. Und deswegen sind die Schlussfolgerungen für uns, auch um aus dieser schwierigen Situation rauszukommen. Erstens, die Sozialdemokratie mit unseren Verbündeten zusammen. Wir müssen an unsere Kernthemen ran. Wenn die Gesellschaft über Wohlstand, über Gerechtigkeit, über gute Daseinsvorsorge spricht und diese Themen nach vorne stellt, dann sind wir mehrheitsfähig, denn wir wissen, dass unsere Positionen dazu in dieser Gesellschaft mehrheitsfähig sind. Harte Wahrheit: In unserer gesamten Geschichte war es so, dass die Wählerinnen und Wähler der Sozialdemokratie nicht immer alle unsere Parteitagspositionen vertreten haben. Manchen wollte man und will man vielleicht auch heute lieber nicht nach dem zweiten oder dritten Bier in der Kneipe zuhören, wenn sie darüber sprechen, wie sie das jetzt so genau sehen mit der Frage von Gleichstellung oder mit manchen Integrationsfragen. Sie haben aber sozialdemokratisch gewählt und gar keine Luft da dran kommen lassen oder sich irgendwie umgeguckt in Richtung Rechtsaußen, weil immer klar war, solange es eine Politik gibt, die ernst macht damit, dass sich Arbeit mehr lohnt, dass Löhne erhöht werden, dass Tarifbindung steigt, dass die Daseinsvorsorge verbessert wird, dass ein aktiver Staat steuert und investiert, dann lohnte es sich dafür, die Stimme abzugeben, auch wenn man vielleicht mit dem gleichstellungspolitischen oder vielfaltspolitischen Programmteil dieser Partei noch nicht so einverstanden gewesen ist, liebe Genossinnen und Genossen. Da müssen wir wieder hinkommen. Da müssen wir hinkommen, dass diese Auseinandersetzung in der Mitte der großen Fragen unserer Zeit geführt werden, um dann auch Zustimmung für die anderen Themen erreichen zu können. Dafür brauchen wir politische Klarheit. Das nehme ich für uns in der Parteispitze auch als Auftrag für die nächsten 2 Jahre mit. Das müssen wir noch stärker rausarbeiten, so wie wir es mit den Leitanträgen für diesen Parteitag getan haben. Jedes Parteimitglied muss, wenn es auf der Arbeit, im Sportverein, am Infostand angesprochen wird, auf die großen Fragen der Zeit, wie das mit dem Investieren und der Schuldenbremse jetzt gehen soll, wie das mit dem Bürgergeld ist und so weiter, in 3 klaren hochdeutschen Sätzen sagen können, was die Parteiposition dazu ist. Das war nicht immer in der notwendigen Geschwindigkeit in den letzten Jahren der Fall. Wir haben uns manche Diskussionen über Waffenlieferungen geliefert, bei denen wir mit falschen Diskussionen, falschen Argumenten eine eigentlich total sinnvolle Position, nämlich es ist unübersichtlich. Wir fahren erstmal auf Sicht. Wir müssen gucken, wie Dinge sich entwickeln und Verantwortung übernehmen, versucht haben zu erklären. Davon müssen wir wegkommen, um den Mitgliedern wieder Orientierung zu geben, die unser Gesicht und unsere Stimme im Alltag sind. Ich nehme das ernst, wenn mir Mitglieder schreiben und mir sagen, dass es ihnen schwerfällt, im Alltag genau erklären zu können, was wir tun, den Anwürfen widerstehen zu können. Das ist unser politischer Auftrag, gerade in der Parteispitze und auch in der Parteizentrale, unsere Mitglieder stolz und sprechfähig zu diesen Fragen zu machen. Und die Herausforderungen nehmen wir an. Dem Thema Mitglieder habe ich mich die vergangenen 2 Jahre als euer Generalsekretär gewidmet. Ich halte das weiterhin für keine Naturgegebenheit, dass demokratische Parteien Mitglieder verlieren. Ich halte es geradezu für ein Versäumnis und einen Skandal. Es geht nicht, dass in Zeiten, wo unsere Demokratie angegriffen wird, wo Rechtsradikale in Teilen des Landes anfangen, Landräte zu stellen und über 30% bei Landtagswahlen zu bekommen, da geht es nicht, dass die Verantwortung des Aushandelns von politischen Prozessen im Parteienraum auf den Schultern von, was weiß ich, 900.000 Mitgliedern demokratischer Parteien liegt. Ich rufe das auch denjenigen zu, die immer auf uns gucken, die sagen, ihr müsst noch ein bisschen besser werden, strengt euch mehr an, kämpft mehr. Ich rufe zurück, kämpft mit uns zusammen. Wir, aber auch die ganze Demokratie braucht mehr Unterstützung in diesem Kampf. Wir müssen uns erwehren können, auch im Alltag. Es geht nicht. Es geht nicht an, dass mir unsere ostdeutschen Landesverbände vor den Kommunalwahlen im nächsten Jahr sagen, dass wir vielleicht an mancherorts nur in 30% der Kommunen, wo etwa 70% der Menschen leben, überhaupt Listen aufbieten können. Das ist übrigens kein SPD-Problem, sondern das ist ein Parteien- und Zivilgesellschaftsproblem dort vor Ort. Da verödet dann auch der gesellschaftliche Meinungsaustausch. Da wird das Feld geöffnet für diejenigen, die dankbar dort reingehen. Das ist unser aller Auftrag, uns dort zu wehren, uns schützen vor unsere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zu stellen, die da manchmal seit 30 Jahren den Kopf hinhalten und sich
sich fragen, ob sie sich das jetzt noch mal 5 Jahre antun wollen, dass ihnen da ein Hakenkreuz zu Hause in die Tür reingeritzt wird, dass sie irgendwo angepöbelt werden auf der Straße. Da gerät die Demokratie ins Bröseln, wenn wir nicht gegenhalten, liebe Genossinnen und Genossen. Deshalb unterstützen wir nächstes Jahr, nicht nur bei der Europawahl, sondern auch bei den 9 Kommunalwahlen, bei den 3 Landtagswahlen, mit allem, was geht, weil es für die Partei, aber auch für unsere Gesellschaft ums Ganze gehen wird. Und das ist mein Versprechen, was ich als Generalsekretär, wenn ihr mir die Chance gebt, auch für die nächsten 2 Jahre abgeben will. Unsere Verantwortung, um die wir uns beworben haben bei Wahlen, für die wir gewählt worden sind und die wir wahrnehmen in der von uns geführten Koalition, die wollen wir bis zum Ende ausüben. Wir wollen diesen Koalitionsvertrag umsetzen. Wir wollen das Maximum rausholen. Und alle Akteurinnen und Akteure von Partei, Fraktion und Regierung stehen dafür ein. Aber am besten kämpft es sich und verhandelt es sich, wenn man eine Gewissheit zu jeder Zeit hat, dass der eigene Laden kampfbereit, kampfwillig und kampffähig ist. Dieses Versprechen gebe ich euch für die nächsten 2 Jahre als Generalsekretär ab, wann immer der Kampf notwendig sein wird. Diese grandiose Parteizentrale mit ihren tollen Kolleginnen und Kollegen steht jederzeit bereit. Wenn es nötig ist, dann ruft nachts um 3 an und dann starten wir in den nächsten politischen Kampf. Wir werden siegen, aber nicht von alleine, sondern nur, wenn wir uns zusammenreißen und zusammen aus diesem Loch rauskommen. Auf geht's! Von diesem Parteitag aus starten wir die Aufholjagd. Bis zu den nächsten Wahlen, liebe Genossinnen und Genossen. Lasst uns zusammenstehen!